Seid gegrüßt, meine lieben Freunde der Sonne. Hier bin ich wieder für euch mit einem kleinen Liebesorakelchen. Ja, wir machen heute ein Liebesorakel, heute am Valentinstag, wenn ich das noch schaffe vor 0 Uhr, das alles hier hochzuladen und so weiter und so fort. Wollte ich euch noch, das wäre ja ein Ding, wenn ich euch am Valentinstag kein Liebesorakel raushaue, ne? Und jetzt kommt noch der Oberkracher. Ich habe heute Geburtstag, tralla, tralla. Ja, also ich bin ein Valentinstagskind, ein Kind der Liebe, hat meine Mutter immer gesagt. So, kurze Anmerkung noch, bevor wir hier jetzt starten. Ich hatte ja Sonntag meinen Livestream, meinen Stream gestartet und ja, das hat nicht so ganz geklappt. Also da waren zwei Leute drin, dann ist er wieder abgebrochen, dann habe ich das Ganze wieder neu gestartet, dann waren wieder zwei, drei drin, dann ist das Ganze wieder abgebrochen und da habe ich keine Lust mehr gehabt. Das ist mir vor ein paar Monaten schon mal passiert, da hatte ich das auch. Ich weiß nicht, ob das andere vielleicht auch kennen, die da mal so ein Live gemacht haben. Und keiner, ich kann es euch nicht sagen, ob es meine Internetverbindung ist, ob es, was weiß ich, weiß nicht, woran es gelegen hat. Ich will das aber trotzdem nochmal versuchen. Beim letzten Mal, vor ein paar Monaten war das auch so, dann hat das beim nächsten Mal aber trotzdem wieder funktioniert. Und deswegen, tja, dann sollte es vielleicht nicht sein. Ne? Ich sag mir immer, man soll das gar nicht anzweifeln oder mit hadern. Das ist meistens so, dass das alles seinen Sinn hat. Naja, auf jeden Fall werden wir es die Tage einfach nochmal starten und dann wird es schon klappen. So, und jetzt kommen wir aber hier zum Orakelchen, Spektakelchen. Wir schauen auf die Liebe. Huh, kalt hier drin. So, jetzt wollen wir mal starten hier. Wir machen hier ein allgemeines Reading an das Kollektiv. Das heißt, einfach mal schauen, wie sieht es resonanzmäßig aus? Ist da was? Ist da was, was dich anspricht, anzieht, was dir weiterhilft? Und wenn es dich einfach nur unterhält, ganz oft höre ich auch, dass Zuschauer sagen, ey, ich höre mir das gerne beim Einschlafen an, ey, oder ich kann da total bei entspannen. Und dann ist das auch super. Ey, und genauso gut ist das, wenn du sagst, ach, ich gucke mir das eigentlich nur zur Unterhaltung an. Ey, Bombe, was mehr kann ich mir doch gar nicht wünschen, ne? Als dass Menschen sagen, ja, du, das unterhält mich auch. Ja, perfekt. Ne? Also, so sind doch alle glücklich. Der eine kann da was richtig einbauen in sein Leben. Der andere hat da so sein eigenes Gefühl nochmal bestätigt bekommen. Also ganz viele verschiedene Gründe, warum man dieses Video schaut. Und alle sind völlig okay. Das wollte ich damit sagen. Ne, meine Lieben? Wenn du aber eine persönliche Legung bei mir möchtest, ne, kannst du mich gerne anschreiben. Karten legen, Mareike, ansonsten unten in der Video, also meine Homepage, ne? Und ansonsten hier unten in der Videobeschreibung steht da alles. Ich mische jetzt noch einmal durch. Oh, da ist doch die Liebe. Guck, ich hatte doch im Gefühl irgendwie. Da ist sie noch rausgesprungen. Wäre ja auch ein Ding. Valentinstag ohne das Herz, oder? So, das mischen wir jetzt auch nochmal. Selbstverständlich. So, und jetzt möge es beginnen. So, dann schauen wir mal. Seht ihr auch alles? Nein, wieder nicht so doll. Ah. Ja. So, dann schauen wir mal. Ich muss immer gucken, dann lege ich die hier so ein bisschen drauf. Ach, ich weiß, was ich mache. Ich ziehe das hier ein bisschen nach hinten. So, perfekt. So, wir starten. Seid ihr soweit, meine Schnurrkes? Ja, ne? So, es geht los. Also, als allererster Schiff, als erstes, da geht immer die Bewegung zu was hin, ne? Das Schiff ist ja in Bewegung, in den seltensten Fällen ist es auf dem Meer, so mal auf eine Stelle die ganze Zeit. Also, es ist ja immer in Bewegung hier, das Segelschiff. Und es geht einfach die Bewegung zu einer Transformation hin. Das heißt, im Dezember, ach, im Dezember, Entschuldigung, vergiss das. Im Winter, wollte ich sagen. Oh, im Winter, noch diesen Winter transformiert sich etwas. Und zwar bei ihm, bei deinem Gegenüber, bei deinem Herzensmann. Also hier haben wir nochmal die Veränderung liegen. Also wir hatten ja in den vergangenen Legungen sehr oft diese Unklarheit bei ihm, dieses
dass er überhaupt nicht weiß, was er eigentlich will, wo es hingehen soll. Und das haben wir aber hier jetzt als Transformation, als Veränderung liegen. Also, dass sich da was ändert in die Klarheit, ne? Also, da scheint sich was bei ihm zu entwickeln, da scheint sich was zu tun. Und hier liegt die Entscheidung auch schon, und zwar die Entscheidung aus dem Herzen, aus der Seele heraus, ne? Das ist eine Entscheidung, die aus dem Gefühl heraus getroffen wird und nicht aus dem Verstand. Und das Herz bestätigt das Ganze nochmal. Das ist das, wovor er sich auch immer zurückgezogen hat. Das ist das, wovor er sich immer, wo er immer Angst hatte, wo er sich immer von entfernt hat, nämlich zu diesen Dingen zu stehen und nach seinen Gefühlen, nach seinem Herzen zu gehen. Das war sein größtes Problem innerhalb eurer Liebe, denn hier ist die Transformation, also hier ist die Veränderung, ne? Und jetzt gucken wir mal einmal, ob wir noch ein Kärtchen hier bekommen. Orakelchen, kriegen wir eine Karte, zwei. Dann nehmen wir die doch glatte, ne? Was haben wir denn so als Dingens, als Thema nochmal so über eure Lie, über eurer Lie, üb, mein Gott, Entschuldigung, über eure Liebe liegen. Ne, das ist ein komischer Satz, ne? Über eure Liebe liegen. Boah, ne, das ist, also, na, vergiss das. Ihr wisst aber, was ich meine. So, und dann haben wir hier den Fächer. Also der Fächer ist ja erstmal so symbolisch auch, ne, diese reichen, etwas, wie sagt man, betuchteren, die hatten dann diesen Fächer damals in der damaligen Zeit. Es ist aber natürlich auch grundsätzlich die Hitze, ne? Das ist das, vor was es uns schützen soll. Also es ist eine Art Schutz. Oft wird der Fächer auch so ein bisschen das halbe Gesicht dann mit verdeckt und so, ne? Also es ist ein gewisser Schutz vor irgendetwas, ne? Was symbolisch jetzt auch steht, ja, für Glück, also freudige Botschaften, freudige Nachrichten, aber eben auch, dass jemand sich noch so ein bisschen versteckt, also so ein bisschen bedeckt, versteckt hält, ne? Etwas so ein bisschen verbirgt noch. Das heißt, wir haben hier zwar die Klarheit liegen und es kommt da auch wirklich eine gute und glückliche Botschaft auf dich zu, aber trotzdem ist hier, zeigt hier jemand noch nicht so alles, ne? Also dieser Fächer, ihr kennt ja dieses, wenn einer den so halb, ne, und die Augen vielleicht nur noch so rausschauen, ne? Also da geht es eben um etwas, was noch so verborgen wird, ne? Also möglich auch, dass du hier in einer Dreiecksgeschichte steckst, das auch ganz klar weißt. Und ja, er da schon ein ganzes Stück weiterkommt hier, also das Ganze sich schon echt transformiert zu was Positivem hin, er auch echt klar wird hier in der Sache, aber trotzdem noch so ein kleiner bitterer Beigeschmack ist, dass es eben noch nicht ganz offenbart, noch nicht ganz offen ist und so kleine Sachen einfach noch versteckt werden hinter dem Fächer symbolisch, ne? Obwohl er wirklich, hier liegt ganz klar die Entscheidung mal, und hier wird das Her haben wir das Herz auch noch mal gezogen, also oder hier ist das Herz auch noch mal gesprungen, also die Entscheidung aus dem Herzen raus, ne? Also hier geht's, ich lese gerade hier so neue herzliche Liebe, ne? Also hier ist wirklich auf der einen Seite noch so ein bisschen was versteckt, es transformiert sich aber was und man geht diese neue, eine ganz andere Art, eine herzliche Art aus dem Herzen diese Liebe ein. Also bei euch beiden scheint er etwas gefunden zu haben, wo er so was sein Herz noch mal so berührt hat, wo es er vielleicht lange nicht mehr hatte. Aber es kann sein, dass da noch mal jemand ist oder eine Ex ist oder so, wo er sich bisher einfach noch nicht sicher war in seiner Entscheidung und jetzt eben zu der Entscheidung kommt. Ich möchte doch so meinem Herzen dann folgen, ne? Also, ganz interessant, da hat er sich, und vor der Aussprache vor allem, guck mal, wie das hier, da hat er sich immer noch vorgedrückt, ne, in der Vergangenheit, die Dinge eben beim Namen zu nennen. Und das ist jetzt wirklich eine ganz klare Botschaft in den Karten, dass zumindest was das angeht, sich hier einiges ändert. Also, ich will mal Resümee ziehen. Ah, ich ziehe euch auch noch so ein Mantra für den Tag. Das ist doch auch schön. Und dann will ich mal eben so ein Resümee ziehen. Bevor ich das mache, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du dieses Video mit einem Daumen nach oben bewertest. Das wäre sehr, sehr lieb von dir. Eine nette Wertschätzung, eine nette Geste. Und ja,
gerne auch einen Kommentar da lassen. Für mich, für mein Herz und für den Algorithmus. Das wäre super lieb. Sonst so funktioniert das halt nur hier, ne? Man muss immer wieder darauf das Ansprechen darauf aufmerksam machen, sonst hat man hier halt, braucht man hier eigentlich gar nicht zum Anfangen und ist so. Ja, die Regeln mache ich ja nicht. So, und jetzt kommt, da haben wir das schon. Und zwar die Fülle. Die Fülle. Ich bin grenzenloses Sein und kann in dieser materiellen Dimension alles erschaffen, was ich mir nur wünsche. Oh, wie, was für ein schöne Dingens. Das geht so ganz tief. Habe ich direkt eine Gänsehaut gekriegt, als ich mich da so reingefühlt habe, dass wir Menschen uns überhaupt nicht bewusst sind, was für ein grenzenloses Sein jeder von uns eigentlich ist, ne? Dass, wenn wir das, wenn uns das mal bewusst wäre im vollen Umfang, ne? Ja, so. Ich wollte heute nur so eine kurzes Video, kurze Botschaft raushauen. Es ist ja jetzt auch schon spät und damit es auch schnell geht, werde ich das Video jetzt hochladen. Also heute war es wirklich mal positiv, nachdem die letzten Male so ein bisschen schwieriger die ganzen Legungen waren. Sieht es jetzt endlich so auch danach mal aus, dass da jemand endlich die Entscheidung mal trifft und sich den Dingen endlich und sich den Dingen stellt. Ich will euch aber trotzdem noch die beiden Karten vorlesen. Irgendwann heißt nie. Setze deine Träume nicht an die Stelle deiner Handlungen. Du bist der Schöpfer deines Lebens. Ja, ich würde sagen, das bestätigt sich dort. Da bestätigt sich. Nochmal. Da bestätigen sich doch beide Karten. Wertschätzung fängt zuerst bei uns selbst an. Akzeptiere, respektiere und liebe dich selbst. Ja, das kann man jedem und zu jeder Zeit einfach sagen. So, und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis morgen. Tschüss. Ach so, stopp. Ich habe was vergessen. Du kannst auch gerne diesen Kanal abonnieren. Habe ich ganz vergessen, damit du überhaupt mitbekommst, wenn ich ein Video hochlade. So, und jetzt aber wirklich bis morgen. Tschüssi.